Hi, hier ist Matthias von der Praxis Family und es geht um die Katzenhaarallergie. Ja, wie ist es nun mit der Katzenhaarallergie? Viele von euch, die darunter leiden, haben eigentlich gar nichts wirklich gegen Katzen, sondern es ist wirklich so ein Riesenproblem, wenn man mit Katzen im gleichen Raum ist oder in Räumen ist, wo Katzen mal drin waren, dass plötzlich aus irgendeinem Grund die Nase das Triefen anfangen kann, ja, die Atmung vielleicht schwerer fällt, die Augen das Tränen anfangen und man muss niesen immerzu. Und das sind so typische Anzeichen für die Katzenhaarallergie. Viele von euch, die darunter leiden, kennen vielleicht dann auch das Problem, dass es auch mit anderen Tierhaaren so sein kann. Ja, vielleicht Kaninchen, Meerschweinchen, Esel, Pferd, Hund eher seltener. Und natürlich kann es auch sein, dass auch andere Allergien noch eine Rolle spielen, ja, so Heuschnupfen, Pollenallergien etc. Der gängige Weg dann, das zu behandeln, geht häufig darum, dass man versucht, irgendwie zu desensibilisieren. Und wichtig ist aber jetzt erstmal das Verständnis, was passiert hier. Es ist so, dass die Katzenhaare haben bestimmte Proteine und Enzyme. Einmal die Haare an sich selber und aber auch durch den Speichel des Tieres sind da diese Enzyme und Proteine dran und die sorgen dafür, dass das Immunsystem der Schleimhäute aktiviert wird. Das hat die Aufgabe, unser Immunsystem, Fremdeiweiß, das von außen auf uns zukommt, zu scannen und zu entscheiden, ist es jetzt bösartig oder nicht und dann entsprechende Reaktionen einzuleiten für den Fall, dass es eine Bakterie ist oder ein Virus oder irgendwas anderes. Und die Reaktion, eine der Reaktionen ist, dass die Mastzellen anfangen, Histamin zu produzieren, auszuschießen. Und Histamin ist ein Mediator für Schwellung. Es sorgt dafür, dass Schwellung entsteht. Und wenn Schwellung entsteht, je nachdem in welchem Gewebe, entsteht dann mehr Schleim oder Tränenfluss oder eben dieses klassische Niesen oder tatsächlich auch, dass die Bronchien zuschwellen können und dass es bis zum Asthma gehen kann. Das heißt, es ist eine Reaktion grundsätzlich erstmal vom Immunsystem, die jetzt eigentlich normal ist. Aber in dem Fall der Tierhaarallergie oder Katzenhaarallergie ist diese Reaktion überschießend. Das ist nicht normal, dass man so auf eine Katze reagiert und es ist eine überschießende Immunreaktion. Jetzt ist die Frage, was kann man machen? Ist das Immunsystem verrückt geworden? Ist das ein bisschen dumm? Wie kann man da arbeiten? Manche versuchen es homöopathisch, andere versuchen es mit einer Desensibilisierung, einer Spritzentherapie und anderen Dingen. Manche meiden einfach die Räume, wo Katzen drin sind. Ich selber bin auch betroffen. Ich bin ein Katzenhaarallergiker, allerdings seit über 15 Jahren völlig symptomfrei. Und ich kann mittlerweile mit Katzen knuddeln und kuscheln und ich kriege überhaupt keine Probleme mehr. Und der Hintergrund, das, was mir geholfen hat und schon Hunderten unserer Patienten geholfen hat, ist ein ganz anderer. Die Katzenhaarallergie hat ihren Ursprung im Darm. So verrückt, wie das klingt. Der Darm selber ist natürlich nicht der Übeltäter, aber die Nahrungsmittel, die ich aufnehme. Und es ist ein ganz, ganz klarer Zusammenhang zu sehen zwischen bestimmten Nahrungsmittelunverträglichkeiten und der Katzenhaarallergie. Und der erste Zusammenhang ist, alles, was mit Milchprodukten zu tun hat. Der zweite ist das Gluten. Aber viel stärker, fast 80% ist Milchprodukte als verantwortlich zu sehen. Die Milchprodukte selber haben das Problem, es sind tierische Eiweiße. Und diese Eiweiße in den Milchprodukten werden vom Immunsystem ständig gescannt. Diese Eiweiße können, bei der Milch ist das was Besonderes, bei den Milchprodukten können die Eiweiße unzerstört, in Anführungszeichen, ins Lymphsystem eindringen. Normalerweise ist es so, wenn ich Eiweiße aufnehme und esse, dann werden die zerteilt in Aminosäuren und diese Aminosäuren werden dann als Einzelbausteine genutzt für die anderen Prozesse im Körper. Aber bei den Milchprodukten ist es so, dass nicht alles zerteilt wird, sondern teilweise bleiben diese Moleküle als Ganzes erhalten und können dann ins Lymphsystem. Das ist ein Vorgang, der ist so, das brauchen Säuglinge als Baby, damit sie das Immunsystem der Mutter, das an den Milchmolekülen angehaftet ist, bekommen, unzerstört. Also es ist eine Art Nestschutz, das da entsteht. Aber dieser Prozess, der für Säuglinge gut ist, ist eben für Menschen, die erwachsen sind, nicht mehr nötig und eher ungeeignet. Im Grunde sollten wir keine Milchprodukte verzehren als Erwachsene, schon gar nicht von einem fremden Spezies, also einer Kuh oder einem Schaf, einer Ziege.
Und was da passiert ist, dass diese Milchproteine, die im Lymphsystem sind, Lymphsystem bedeutet diese ganze Flüssigkeit, die sich überall vom Ohrläppchen bis zum kleinen Zeh befindet, da kommen die hin. Und da ist das Immunsystem jetzt gefragt. Das Immunsystem muss jetzt im Körper scannen, Freund oder Feind. Und es ist nicht körpereigen, also wird es als Feind tituliert. Fremdprotein, Feind. Und weil ich das unter Umständen regelmäßig verzehre, ja, weil die Milch vielleicht beim Frühstück schon dabei ist, dann gibt es einen Joghurt, dann gibt es irgendwie was mit Käse und dies und... Weil es also so omnipräsent ist, ist das Immunsystem ständig in Rage, ständig am Arbeiten und reagiert immer mehr allergisch auf Fremdproteine. Und sobald jetzt von außen ein Fremdprotein an den Körper herankommt, reagiert der Körper überschießend. Das heißt, im Umkehrschluss, die Milchprodukte, die ich verzehre, sorgen dafür, dass ich auf meine Katze allergisch werden kann. Ich sollte also einfach das Richtige tun, nämlich nicht die Katze wegtun, sondern die Milchprodukte meiden. Milchprodukte komplett rausschmeißen, das hilft am besten. Es macht Sinn, da streng zu sein. Und oft ist es so, nach einigen Wochen wird es schon merklich besser. Meistens braucht es dann so eine Saison, jetzt gerade bei so Pollenallergikern, eine Saison. Bei der Katzenhaar, ich würde sagen so 4 Monate, 5 Monate, bis man wirklich sagen kann, okay, jetzt kann ich wieder in Räume, wo Katzen sind. Das ist natürlich individuell. Man muss es einzeln abschätzen. Ein anderer Grund ist, der auch wichtig ist oder nicht weniger wichtig ist, ist der Lymphfluss. Lymphfluss bedeutet, dass diese Flüssigkeit flüssig genug sein muss, damit die Proteine, die auf den Körper eintreffen, auch gut wegfließen können und sich nicht sammeln. Wenn die sich sammeln, gibt es dann wieder das Problem, dass das Immunsystem zu stark reagiert, weil es einfach zu viel an einer Stelle ist. Und für den guten Lymphfluss hilft einmal gutes Wasser trinken, stilles Wasser trinken, sauberes Wasser trinken. Aber natürlich auch Milchprodukte verhindern, weil die verschleimen nämlich die Lymphflüssigkeit. Also auch da sind wir wieder beim gleichen Thema, keine Milchprodukte mehr. Und das Letzte, was natürlich eine Riesenrolle spielt, ist die Entgiftung. Ja, die Gifte, die Umweltgifte, die wir aufnehmen, Aluminium, Glyphosat, Quecksilber, Blei, Cadmium, das lagert sich alles im Gewebe und vor allen Dingen im Bindegewebe ab und stört natürlich das ganze Immunsystem, was auch wieder überreagiert aufgrund dieser ganzen Toxine. Das heißt, diese Entgiftung spielt ebenfalls eine große Rolle. Aber wenn mich jemand fragt, was ist der Schwerpunkt bei der Katzenhaarallergie, dann ganz klar das Vermeiden von Tiermilchprodukten. In dem Sinne, liebe Grüße, folgt uns auch auf Instagram, da kriegt ihr noch viel, viel mehr Infos, wenn ihr Lust habt. Ciao, der Matthias.